Reportagen in Comicform faszinieren immer mehr Leser. Schließlich können Bilder oft mehr erzählen als viele Worte. Alles Crash, Boom, Bang? Nichts da. Comics können viel mehr. Der Comic entwickelt sich seit Jahren zum immer vielfältigeren Medium. Selbst der Journalismus hält nun Einzug in die gezeichneten Panels. Mit Stift und Zeichenblock dringen die Comicautoren in Gegenden vor, die Kamerateams verschlossen bleiben. Seit fast 20 Jahren ist der Kanadier Guy Delisle in der Comicwelt eine feste Größe. Seine Reportagen begeistern ein stetig wachsendes Publikum, auch in Europa. Ich bin nicht einer dieser Comic-Künstler, die lieber Filme machen würden. In den letzten 20 Jahren haben Comics viel Neues ausprobiert. Die Leute haben verstanden, dass man Comics für viele verschiedene Dinge benutzen kann. Und das sind gute Neuigkeiten. Delils Frau arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. An ihrer Seite kommt der Comicautor viel in der Welt herum. Seine Eindrücke hält er mit dem Zeichenstift fest. Die meisten Bücher, die ich gemacht habe, sogar die Reiseberichte, erzählen auf irgendeine Weise von der Freiheit. Ich war in Burma und in Jerusalem. Wenn es dort etwas Interessantes gibt, dann mache ich daraus eine Geschichte. Aber ich war auch schon in Situationen, in denen ich zurückgekommen bin und dachte, daraus kann ich kein Buch machen. Es hat einige Monate gedauert und dann habe ich mit dem ersten Tag angefangen und dann wurde es ein Buch. Es fühlt sich wirklich an, als ob ich eine lange Postkarte an meine Familie schreibe, in der ich erzähle, was mir passiert ist. Ich sehe mich nicht als einen Journalisten. Die US-Amerikanerin Sarah Glidden dokumentiert Konflikte im Mittleren Osten. Der Italiener Zero Calcare berichtet in Kobane Calling vom Kampf der Kurden in Syrien. Der Comic als Reportage ist gerade en vogue. Stilbildend war dabei vor allem einer. Wenn du Comic-Journalisten suchst, gibt es vor allem Joe Sacco. Er ist sehr bekannt und macht tolle Bücher. Er fährt nach Gaza und er weiß schon, was das Thema seines Buches sein wird, weil er recherchiert und mit Archiven arbeitet. Es gibt Leute, die ihm dabei helfen. Obwohl wir beide über das gleiche Land erzählen und uns selber auf eine autobiografische Art zeigen, sind es sehr unterschiedliche Bücher. Er macht Journalismus. Ich laufe auf Straßen herum und wenn ich etwas Interessantes finde, erzähle ich davon. Es ist toll, sich so selber ein Bild von einem Land zu machen. Sogar bis in die Tagespresse hat es der Comic geschafft. Olivier Kugler zeichnete 2012 für den Guardian live vom Tahrirplatz. Momentan berichtet er von den Schauplätzen der Flüchtlingskrise. In seinem aktuellen Buch wechselt Delisle die Perspektiven. Im Mittelpunkt steht nun Christophe André, der 1997 im Kaukasus entführt wurde. Also, das war auf einer Ärzte ohne Grenzen-Mission. Ich war dort seit 3 Monaten und es war meine erste Mission. Das war 9 Monate nach dem ersten Tschetschenienkrieg. Ich wurde als erste Geisel aus dem Westen von den Tschetschenen entführt und außer Landes gebracht. Es war also sicherheitstechnisch eine sehr angespannte Lage. Von Superman bis Manga Girl. Von außen wirkt die Comic-Szene vor allem bunt und schrill. Guy Delisle schafft es auch, subtile Emotionen einzufangen. Ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich einen guten Ansatz für mich gefunden hatte. Am Ende war ich wieder am Anfang, denn ich habe Wachsstifte und Gouache ausprobiert. Dann Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und am Ende bin ich zurückgekehrt zu den Skizzen, die ich jeden Tag mache. Das war eine gute Antwort für mich, um etwas sehr Einfaches und Direktes zu haben. Erst entführt, dann 111 Tage eingesperrt. Guys nüchterne Erzählweise macht die Tortur Andrés nachvollziehbar. Ich denke, gerade ein Comic kann diese Geschichte sehr gut erzählen. Denn ich hatte überhaupt keine Lust, von einer tragischen Geschichte voller Dramen zu berichten. Für mich war es das nämlich nicht.
Der Comic unterstützt das sehr gut und bringt ein bisschen Humor mit ins Spiel. Schließlich heißt der Autor Guy Delisle. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das mit jemand anderem gemacht hätte. Ich glaube, das hier ist wirklich die Geschichte von einem Zusammentreffen, das sich 15 Jahre später zu einem Comic entwickelt hat, der wirklich toll ist. Ein Mensch in einer Extremsituation, zeichnerisch wiedergegeben. Ein Buch, das den Leser unterhält und fordert. Besonders deutlich wird dies in einer Szene. Als er sich entscheiden muss, ob er die Tür öffnet oder nicht, das ist auch der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Er steht vor dieser Tür und weiß, dass er sie öffnen kann. Aber er muss einige Stunden warten, bevor es Nacht wird. Also steht er dort und denkt, nein, es ist zu gefährlich. Ja, ich muss gehen. Das ist so ein intensiver Moment. Als er mir das erzählt hat, dachte ich nur, wow, in was für einer unglaublichen Situation er sich befindet. Er ist so nah an der Freiheit. Und dann musst du entscheiden, nehme ich mir die Freiheit oder bleibe ich hier? Da wird besonders deutlich, was Freiheit bedeuten kann. Informativ, spannend und manchmal auch philosophisch. Das sind die Comic-Reportagen von heute.